Moin Moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Ich grüß jo durch dich. Nu halt mal einmal dann Schneisch überruht. Mal kicken, ob wir die ganzen Probleme und Sorgen nicht auch einfach wegschuben könnt. Advent, Advent. Ich löf, dat brennt. An allen Ecken und Kanten. Man weiß ja überhaupt nicht mehr, wo man anfangen soll. Ukraine, Nahost, Flüchtlinge und Migranten, oder sind das die Gliegen? Haushaltslock, Schuldenbremse, Inflation, oder noch schlimmer, Rezession, Klimawandel, Plastikmüll, Bauwirtschaft, Gasönnen, Wohnungsnot, Gasbarben, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmusik, Bildung und Gesundheit, Signer Pleite und René Benko, die bringt dann Elftaue in Wanken, Karstadt und Galeria Kaufhof, Glicks mit, Nationalmann, Nagelsmann, die will für mich unverständlich, doch nur tatsächlich Europameister waren. Wer mittelt hätt, wir sind all bald bitwinnig, also Probleme, und brucht nur bald auch dann groden Reckenschübe. Und aus Regierung, in Vertretung von Kanzler Scholz, für mich auch unverständlich, rauscht von einem Termin, taut an anderen, steigt für't Mikrofon und secht nix, hei grin, immer bloß. Das schien als von dem Afterperl. Irgend so'n Bratpannenhersteller, die will doch nur tatsächlich seine Premiumpannen nach Olaf Scholz benennen. Ich will nu aber auch nicht bloß schwatt kicken, weil deit in mi ihn, da is auch noch Hoffnung. Und damit möch ich mi nu mal an eine Prophezeiung wagen. Dat heit, ich möch mi einmal düchtig uden Fenster lehnen. Passt mal ob, die Elftaue, die ward von Klaus Michael Kühne to en baut und kriegt nein Namen. Und falls dat Karstadt in Februar noch gift und Olaf Scholz liegstidig noch Kanzler von Deutschland ist, denn ward Nagelsmann mit seine Nationalmannschaft auch Europameister. So, und dessen Gloven, dann möt wir nu no bloß noch Wege vertellen und unne dat Volk bringen. Denn war dat wat? Ansonsten war dat nix. Denn wart vielleicht bloß die Elftaue to enden baut. Wer blieft an die Elf? In Hamburg, da will eine Initiative Bildung ohne Zwang nur die Schaulpflicht abschaffen. Sei so in der Meinung, wenn die Kinder dat freistellt wird, tausch Schaultorgan oder nicht, denn hat dat positive Utwirkung, ob jim er Lern verholen. Durch die Pflicht tausch Schaultorgan to möten, sind die Kinder doch all von Anfang an blockiert. Und ob die Präsenz, also ob die Kinder nu persönlich nach Schaulgorn mött oder nicht, schalt obhaben waren und dür online Unterricht obbaut und utglegen waren. Nu weit ich nicht kennen ein, ach der düsse Initiative steit, vielleicht habt ihr auch noch studiert oder so, vielleicht ist das aber auch uden Utland stürt, und sie wird Deutschland so in die Knie zwingen. Also zwingen mit einer Aktion Bildung ohne Zwang. Wer ist aber so hinnelistig? So, nun war das Tiet für unseren Helmut. Die start nämlich auch allwetter in der Startlöcke. Helmut, bist du so wie? Moin, hier bin ich wieder, ja und Helmut,
Sie hat das sicherlich mitkriegen. Da so ein paar Zentimeter Schneirunde kommen. Die einen, die freut sich und die anderen. Also ich bin schon mehr wie die anderen. Mit Schneifägen verhält sich der Bibi ungefähr so wie mit Laufhaken. Da habe ich partout keine Lust, tau. Bei Laufhaken bin ich dort ja noch mal gaut, wenn ich davon kommen. Die Wien, die hat das Laufchen noch den Abend weit und die hat das dann weghakt. Aber wenn Schnei einmal liegt, dann teilt sich einmal lang nichts. Du kannst eigentlich bloß aflohen, wer das wegdaut. Und das ist eigentlich auch immer mein Trick. Aber das gibt ja auch in Deutschland eine Räumpflicht. Sogar verbunden mit einer Glockentit. Das heißt, Glockserven musst du dein Bürgerstich schierhimmen. Und die Obfurt nach dem Grundstück. Die Postbüdel, die will mir auch anzeigen. So, und nun habe ich von dieser Initiative in Hamburg gehört, Bildung ohne Zwang. Und ich will nun mit meiner Initiative, wenn du deinst, wie mir das passt, die Räumpflicht in Deutschland abheben lassen. So, und solange das nun noch nicht klärt ist, mag ich erstmal nix. Das ist ja in meinen Augen ein schwebendes Verfahren. Besten Dank, Helmut. Nun werden wir doch einmal werde Bescheid. Das letzte Thema. Hüt, natürlich werde Sport. Fautball. Die deutsche U-Samtein, die ist gegen Frankreich doch tatsächlich Weltmeister geworden. Die Schulzig Nagelsmann mal nix mal griepen. Das war vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ansonsten war ich in Hamburg Derby. Und in München war nichts los. Doch, da war Schnee und Dacklawinen und deswegen ist Fußball da ausgefallen. Aber in Hamburg war Derby. St. Pauli gegen HSV. Von allerbesten. Ergebnis 2-2. Gaut. Zur Halbzeit hat auch kein ein mehr mit Recht, dass sich die HSV wirklich noch berappeln deit, aber das hätte schon noch klappt. An Ende wollt Pflicht wohl auch gerecht. Und Fernandes, die hätte das Tor des Jahres schaden. So ein dolles Tor. So wird Hewig erlangen nicht mehr sein. Zack, 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 Tor. Und St. Pauli, die hätte bloß dumm kicken. Und hab staunt. So, liebe Lü. Dat woi werde Plattkanal. Nu is ogal werde Schluss. Ich möch mich verabschieden. Ich wünsch jo alles Gute. Blief gesund. Verkühlt jo nicht. Ich meld mich werde. Ich bin Jürgen Müller.